Hallihallo meine Lieben und willkommen zu meinem neuen Video. Und ich habe mich heute für dieses Video mal von den coolsten Beauty-, Make-up- und Schmink-Hacks inspirieren lassen. Und die möchte ich jetzt unbedingt mit euch teilen und euch präsentieren, weil ich sie einfach mega genial finde. Aber bevor wir damit starten, habe ich eine kleine Überraschung für euch. Ich dachte mir, mit einer Verlosung rechnet jetzt nach Weihnachten erstmal keiner. Und deswegen haue ich nochmal eine kleine raus. Es gibt von mir einmal die Beats Pill in Rosa zu gewinnen und ein Victoria's Secret Set. Und so wie immer ist diese Verlosung für meine Abonnenten. Und sonst gebt dem Video einfach einen Daumen hoch und schreibt einen Kommentar unten in die Kommentarbox, damit ich mir einen Gewinner aussuchen kann. Und das war es eigentlich auch schon. Ich hoffe, ihr freut euch darüber. Und jetzt würde ich sagen, fangen wir einfach direkt an und ich wünsche euch ganz viel Spaß. Beginnen wir mit einem Problem, was sicherlich jedes Mädchen da draußen kennt, denn man öffnet ganz oft mehrere Wimperntuschen auf einmal. Aber natürlich nutzt man nicht jede gleich oft. Und wenn man sie ein bisschen länger liegen lässt, trocknen sie super schnell aus und die Bürste verklebt total eklig, dass man sie eigentlich gar nicht mehr nutzen kann. Aber ihr braucht sie nicht wegschmeißen, denn ich habe einen super coolen Trick, wie ihr sie wieder erneuern könnt. Und alles, was ihr hierfür braucht, ist erstmal eine kleine Schale, die ihr mit sehr, sehr heißem Wasser befüllt. Und da stellt ihr erstmal euer Wimperntuschendöschen rein. Und dann geht es schon an die Bürste. Die haltet ihr jetzt einfach ungefähr eine Minute unter sehr, sehr heißes fließendes Wasser. Und man sieht direkt, wie die einzelnen Borsten sich wieder entkleben. Und zum Schluss kann man noch ein bisschen mit den Fingern drüber gehen, damit man auch die letzten verklebten Stückchen entfernen kann. Und eure Bürste sieht wie neu aus. Wenn ihr jetzt die Wimperntusche aus dem Wasserbad nehmt und die Bürste wieder reinsteckt, sieht und merkt man direkt, dass nichts mehr hängen bleibt, die Borsten verkleben nicht mehr und ihr könnt die Wimperntusche wieder wie immer nutzen. Über das nächste Problem hat sich bestimmt jedes Mädchen auch schon mal aufgeregt, und zwar, wenn Lidschatten zerbricht. Es ist so ärgerlich, man kann ihn einfach gar nicht mehr nutzen, alles bröselt nur nach hin und her. Und ab jetzt könnt ihr damit einfach ein neues Schminkprodukt herstellen, ohne den Lidschatten einfach wegschmeißen zu müssen. Und zwar könnt ihr damit einfach eine neue Nagellackfarbe kreieren. Als allererstes basteln wir uns mit einem Stück Papier einen kleinen Trichter. Hierfür müsst ihr einfach eine Ecke von dem Papier abschneiden und dann braucht ihr so eine Form, dass ihr unten eine Spitze habt und oben so einen Halbkreis. Jetzt könnt ihr das Ganze einfach zusammenrollen und einmal ganz grob zusammenkleben, damit es auch hält. Unten natürlich noch ein kleines Loch einschneiden und fertig ist euer Trichter, mit dem ihr gleich den Lidschatten in euren Klarlack geben könnt, um ihn einzufärben. Aber vorher müsst ihr den Lidschatten, der natürlich eh schon zerbröselt ist, trotzdem nochmal ein bisschen zerkleinern, dass die Stücke nicht ganz so groß sind. Und jetzt gebt ihr durch euren Trichter die Lidschattenfarbe in euren Klarlack rein. Natürlich ganz, ganz gut schütteln. Und man sieht direkt, wie gut der Lidschatten sich auflöst und die Farbe sich eben verbreitet. Und dadurch entstehen super schöne Nagellackfarben. Hier ist so ein Perlrosa, was auf den Nägeln auch mega schön aussieht und wirklich besser deckt, als man denkt. Aber das ist nicht das Einzige, was ihr mit zerbrochenen Lidschatten oder auch Rouges machen könnt. Ihr könnt auch einen Lipgloss damit herstellen. Und alles, was ihr hierfür braucht, ist eigentlich einfach nur ganz normale Vaseline oder Lippencreme. Und natürlich ein kleines Schälchen und einen Löffel zum Zusammenrühren. Als allererstes kratzt ihr wieder ein bisschen von eurem Lidschatten in euren Behälter rein. Und dazu gebt ihr jetzt einfach einen guten Löffel Vaseline. Und jetzt muss das Ganze natürlich gut verknetet und verrührt werden. Und da entstehen auch wunderschöne Farben raus. Hier habe ich wieder dieses Perlrosa, was super schön nachher auf den Lippen schimmert. Genauso wie auf den Nägeln. Und jetzt braucht ihr natürlich noch ein kleines Gefäß, in das ihr das Ganze füllen könnt. Hierfür eignen sich oft schon die alten Verpackungen der Lidschatten. Aber vielleicht habt ihr auch irgendwas anderes mit einem kleinen Deckel. Und wenn ihr das Ganze befüllt habt, könnt ihr es eben nutzen. Und wie gesagt, meine Farbe hier ist zum Beispiel ein super schöner Lipgloss, der einfach ganz, ganz schön rosa auf den Lippen glänzt und sie dazu auch noch richtig gut pflegt. Kommen wir zum nächsten Hack und jetzt geht es mal um den Concealer. Denn mit dem Concealer kann man nicht nur die blöden Augenringe abdecken. Nein, ich zeige euch jetzt erstmal, was man noch alles damit machen kann. Denn mit dem Concealer könnt ihr euch einige andere Produkte sparen. Unter anderem könnt ihr den Concealer zum Beispiel als Lippenbase benutzen. Ja. Oh mein Gott. Oder ihr benutzt ihn als Eyeshadow Base, bevor ihr Lidschatten auftragt. Man kann den Concealer auch einfach als Highlighter benutzen, um bestimmte Bereiche im Gesicht ein bisschen hervorzuheben. Oder ganz klassisch, um rote Hautstellen oder kleine Pickel abzudecken.
Aber was macht man denn, wenn man keinen Concealer mehr hat? Augenringe sehen echt blöd aus, aber keine Sorge, denn das, was ihr für den nächsten Hack braucht, solltet ihr da haben. Das ist nämlich einfach ganz normales Make-up. Ja, ich weiß, normales Make-up deckt nicht so gut wie Concealer, deswegen benutzt man ja auch Concealer. Aber wenn ihr das Make-up etwas dicker als gewöhnlich unter die Augenpartie auftragt und es noch nicht ganz verreibt, sondern ein bisschen eintrocknen lasst, dann erhöht sich die Deckkraft des Make-ups total. Zum Schluss einfach nur noch ein bisschen vertupfen, damit natürlich keine Make-up-Ränder entstehen. Und ihr habt eure Augenringe perfekt ohne weitere zusätzliche Produkte abgedeckt. Und zum Schluss kommen wir noch zum Thema Abschminken. Oft ein super lästiges Thema. Man hat nicht immer Abschminkprodukte oder man hat auch nicht immer gute Abschminkprodukte. Und deswegen zeige ich euch jetzt, wie ihr perfekte Abschminktücher selber herstellen könnt, die sogar wasserfestes Augen-Make-up problemlos entfernen. Das geht super einfach und schnell und alles, was ihr hierfür braucht, sind einmal Wattepads. Dann benötigt ihr Babyshampoo und noch Babyöl. Und das war's eigentlich auch schon. Außerdem natürlich noch einen kleinen Behälter, in dem ihr die Pads dann sammeln und lagern könnt. Und dann kann es auch schon ans Mischen gehen. Als allererstes braucht ihr einen halben bis einen Esslöffel Babyshampoo. Danach gebt ihr noch ungefähr einen halben Esslöffel Babyöl hinzu. Und jetzt füllt ihr das Ganze mit mindestens 10 bis 20 Millilitern Wasser auf und verrührt natürlich die Flüssigkeiten gut. Und jetzt beginnt ihr, indem ihr erstmal ein bisschen der Flüssigkeit einfach in euer Gefäß reinschüttet. Und daraufhin folgen auch schon direkt die ersten Wattepads und man kann direkt sehen, wie sich die Flüssigkeit in die Wattepads hochsaugt. Jetzt von oben auch nochmal ein bisschen Flüssigkeit auf die Wattepads draufgeben und die nächste Schicht Wattepads reingeben. Und so machen wir das immer wieder und immer wieder, bis eben die ganze Dose oder der ganze Behälter voll mit den vollgesogenen Wattepads ist. Dann macht ihr euren Behälter zu und schüttelt das Ganze nochmal kräftig durch, dass sich die Flüssigkeit wirklich gut in den Wattepads verteilen kann. Und dann seid ihr eigentlich auch schon fertig. Und wenn ihr euch jetzt abschminkt, nehmt ihr euch einfach einen Wattepad heraus, reibt wirklich nur ein paar Mal ganz vorsichtig über euer Auge und es löst, wie gesagt, perfekt selbst wasserfestes Make-up. So, meine Lieben, das war's auch schon mit meinem Video und ich hoffe natürlich, dass die Hacks euch gefallen haben. Wenn ja, zeigt mir das gerne mit einem Daumen nach oben. Und dann nochmal ganz kurz als Erinnerung, vergesst nicht meine Verlosung für meine Abonnenten. Falls ihr noch kein Abonnent von mir seid, könnt ihr das jetzt einfach hier oben mit einem Klick kostenlos werden. Und dann bleibt ihr immer auf dem aktuellen Stand und verpasst kein Video mehr. Dann verlinke ich euch am Ende natürlich nochmal zwei alte Videos. Hier auf der Seite habe ich für euch 5 geniale BH-Hacks. Und auf der anderen Seite verlinke ich euch, darauf stehen Jungs bei Mädchen. Das ist auch sehr aufschlussreich geworden. Und irgendwo hier in diesem Bildschirm verlinke ich euch das mysteriöse Fragezeichen wieder, was jetzt immer wieder übrigens vorkommen wird. Findet heraus, was ich euch da Geiles verlinkt habe. Und das war's jetzt wirklich mit dem Video. Hoffentlich bis zum nächsten Mal. Bis dahin wünsche ich euch ganz viel Spaß und ich hab euch lieb. Tschüss!